Exzellent präsentieren, Episode 52. Mach doch mal eine Pause. Anna, bist du noch da? Exzellent präsentieren. Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache. Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst. Wir sind Anna Momba-Hers und Peter-Klaus Lamprecht. Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation. Wir ergänzen unser Wissen. Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne. Und Anna Momba-Hers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen. Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Anna. Hey, du hast eben eine Pause gemacht. Hallo Petzel. Und dann hast du einfach den Trailer gestartet. So schnell kann eine Pause ignoriert werden. Und vielleicht sind wir damit auch schon genau bei einem der Gründe, warum Pausen nicht unbedingt so oft gemacht werden. Es gibt Menschen, die Erfahrung gemacht haben, in eine Pause grätscht auf jeden Fall irgendjemand rein und nimmt mir meine Sprechzeit weg. Also Moment mal, wir wollen doch heute über Pausen reden und jetzt fängst du damit an, dass Pausen nicht gemacht werden? Ja, weil Pausen viel zu selten gemacht werden. Also sowohl beim Sprechen, beim Sprechen auf der Bühne, beim Sprechen in Webinaren, in Podcasts. Überall da, wo gesprochen wird. Okay, gut. Aber das hast du gesagt, wir Menschen neigen dazu, Pausen nicht zu machen. Genau. Warum? Also einer der Gründe ist, weil wo ich eine Pause mache, kann jemand anders reingrätschen und mir meine Sprechzeit wegnehmen. Ich hatte meine Klientin, die an einem großen Konzern ganz viele Telefonkonferenzen hatte, auf so Managerebene, da wo die Alpha-Tiere sich gegenseitig ständig den Platz streitig machen. Und die hatte eine Sprechtechnik entwickelt, in der sie ihre Pausen, die sie machen muss, weil sie wie alle anderen Menschen atmen muss irgendwann, diese Pausen so sinnlos in ihre Sprache zu integrieren, dass keiner reingrätschen konnte. Das war klasse für die Telcos. Das war richtig bekloppt auf der Bühne. Das heißt, sie hat diese Technik übernommen? Das war in ihr Wesen übergegangen. Ah, okay. Die hat immer so gesprochen. Es ist nicht so aufgefallen, solange sie nicht am Stück auf der Bühne stand. Da hat man plötzlich gemerkt, was für eine merkwürdige Pausetechnik sie hat. Das rauszukriegen, das war echt harte Arbeit für sie. Machte keinen Sinn auf der Bühne. Okay, zweite Situation, die mir einfällt. Fernsehinterviews in Nachrichtensendungen, wo Politiker interviewt werden, ja. Die reden oft so, dass sie nicht zum Punkt kommen und auch keine Pause machen. Aus demselben Grund, genau. Damit der Reporter nicht dazwischen fragen genau, kann. Genau, aus demselben Grund. Und das ist schade, weil das natürlich, die wollen ja wirklich Inhalte transportieren. Ja. Und wenn wir so sinnlose Pausen machen, dann radieren wir den Inhalt weg. Also ja. Es wird so ein akustischer Brei, ja, der keinen Sinn mehr macht. Was wir natürlich an diesen Negativbeispielen ganz gut erkennen können, Pausen haben eine Wirkung. Und wie? Es gibt einen zweiten Grund, warum wir keine Pausen machen. Und der hat mit der Spannung zu tun, die Pausen erzeugen können. Ja? Ja. Also, wenn ich eine Pause mache, dann will irgendwann irgendjemand da rein in diese Pause. Unsere Gehirne halten das nicht aus. Die wollen, dass es weitergeht, sozusagen. Und mein Gehirn auch. Ja. Also, um eine Pause zu machen, muss ich mein Gehirn in gewisser Weise kurz auf Mute stellen. Und das ist wahnsinnig anstrengend am Anfang. Es gibt ja Podcast-Apps da draußen, die können nicht nur die Episode in einer höheren Geschwindigkeit abspielen, zum Beispiel anderthalbfach oder sogar zweifachen Geschwindigkeit abspielen, sondern die können auch Sprechpausen überspringen. Hä? Skippen. Warum das denn? Ja, um mehr Infos in der Zeit aufnehmen zu können. Also unabhängig davon, dass ich mir nicht sicher bin, dass es funktioniert, so druckbetankt zu werden, weil, wie gesagt, ohne Pausen relativ sinnbefreit ist, was in meinen Kopf da reingeballert wird. Unabhängig davon, das ist schrecklich, weil das nimmt der Sprache jede Dynamik. Ja, okay. Also liebe Hörerin, lieber Hörer, falls du so eine App benutzt, bitte zumindest in dieser Episode diese Funktion ausschalten. Bitte. Denn wir haben uns bei den Pausen etwas gedacht. Genau. Pausen schaffen nämlich Bedeutung. Ja. Pausen geben Struktur in das, was ich spreche. Die verschaffen mir eine Atempause, meinem Publikum eine Atempause. Und in der Atempause kann ich weiterdenken. Ja. Also ein Grund, warum so Äsms und Stottereien zustande kommen, ist eben dieses, dass mein Gehirn eine Lücke füllen will. Ja. Ja? Dabei ist die Lücke nötig, um vorausdenken zu können, was ich als nächstes sagen möchte und damit du mir folgen kannst, während ich sage, was ich sagen möchte. Das ist ja auch viel cooler und viel souveräner, wenn du eine Pause aushalten kannst, ohne
reflexhaft oder sagen zu müssen. Ja, das ist ein anderer Punkt. Eine gut platzierte Pause kann so machtvoll sein, gerade in einem Meeting, ja? Bevor ich dann vielleicht einen ironischen Stich irgendwo hinsetze, brauche ich unbedingt eine Pause zum Beispiel. Die Pause bewirkt, dass ich auf der einen Seite als jemand, der das mithört, wissen möchte, wie geht's weiter. Klar, diese Spannung wird aufgebaut. Dadurch schaffe ich Bedeutung oder erhöhe den Wert dessen, was gleich kommt. Aber dann ist es eine Struktur, hast du schon gesagt, ne? Das heißt, ich habe eine Gliederung, Strukturierung meines Sprechtextes. Gab's noch was? Ganz wichtig ist, dass man sie aushalten lernen muss. Ah, das ist super wichtig. Klar, diese Spannung muss ich auch selbst aushalten. Genau, ja, nicht nur die anderen, sondern ich muss trainieren, sie auszuhalten. Ein Weg dahin kann sein, erstens, wenn ich als Speaker unterwegs bin und auf der Bühne stehe oder eine Präsentation, die wirklich wichtig ist. Und da gibt's den einen bedeutenden Satz, der jetzt kommt. Erstmal in meinem Text markieren. Dann auch genau mit der Pause üben. Und ein Trick, der dabei helfen kann, ist, das in Gedanken zu zählen. Also 1, 2, 3, 4. Ohne Sound. Und dann weiterreden. Oder ihn zum Atmen nutzen, diesen Moment. Ja, indem ich mir zum Beispiel vorstellen kann, einen ganz wunderbaren Duft gerade einzuatmen. In dem Moment, wo ich sage, jetzt geht's weiter. Ja, das wären die zwei Tricks, mit denen man auf jeden Fall jederzeit trainieren kann. Wie lange ist denn eine ideale Pause? Kann man das sagen? Nein, kann man nicht sagen. Kommt auf die Umstände an, kommt auf die Zusammenhänge an. Da muss man tatsächlich ein Gefühl für entwickeln. Es gibt keine ideale Pause. Was es auf jeden Fall gibt, ist zu viel von Pausen. Also ich kann es übertreiben, sowohl in der Länge der Pause als auch in der Häufigkeit der Pause. Ja, ja. Und dann bekommen alle Worte eine breiige Bedeutung. Schrecklich. Ja. Klar, die Pausen können dazu führen, dass ich einen vollkommen ungünstigen Rhythmus in meine Sprache reinkriege, genau. Weil wenn die Pausen einfach willkürlich gesetzt werden. Ja. Und wenn ich diesen Effekt dieser dramaturgischen, spannungserhöhenden Pause zu häufig anwende, ist der Gag irgendwann weg. Ja, also ich glaube, also mein Empfinden ist so 15 bis 20-minütiger Vortrag, dann würde ich diesen Pauseneffekt maximal 3-mal einsetzen. Nee, du kannst ihn öfter einsetzen, unterschiedlich lang. Also ich kann ja, das war jetzt ja, auch gerade. Okay, aber jetzt wirklich so als dieses besondere Element, ich möchte meine Kernbotschaft pushen. Ich weiß nicht, auch das kommt auf den Inhalt an. Ja. Und auf die Rhythmik, die du ansonsten hast, weil also Pausen sind auch Teil der Dynamik, die deine Sprache bekommt. Und deswegen würde ich da keine Regel aufstellen, auf gar keinen Fall. Liegt echt an den Umständen. Ja, und man muss ein Gefühl dafür entwickeln, was zu viel und was zu wenig ist. Manchmal ist es auch genau einmal. Genau. Genau, richtig. Genau. Diese einmalige, lange Pause, die wirklich auch zu diesem Effekt führt. Boah, ey, ich habe während dieser Pause im Riesensaal eine Stecknadel fallen hören. Und dann kommt der Satz, den sich alle natürlich merken, weil er jetzt auf einem super Präsentierteller steht und liegt und hörbar ist. Und alle sagen, ja, das ist die Botschaft, die ich mitnehme. Genau. Und ich glaube, ein guter Punkt ist, Pausen absichtsvoll einzusetzen. Wenn ich das tue, dann habe ich auch die Aufmerksamkeit auf das, was bewirkt ist gerade. Dann entwickelt man einfach ein Gespür dafür, wann höre ich auf und wie viel ist jetzt gut. Das hört sich einfach an. Ja. Aber ganz so einfach ist es nicht. Wir haben so eine Mini-Checkliste zusammengestellt. Da schreiben wir noch, wie man üben kann, Pausen auf der Bühne auszuhalten und wie man überhaupt an diese ganze Pausentechnik herangehen kann, wenn es um die freie Rede auf der Bühne oder am Konferenztisch oder in einer Präsentationssituation geht. Und diese Liste veröffentlichen wir in unserer Gruppe. Genau. Und wir haben auch noch so 2, 3 andere Kolleginnen gefunden, die darüber geschrieben haben. Die verlinken wir auch sehr gerne. Wunderbar. Das machen wir in den Shownotes unterhalb dieser Episode auf unserer Website. Genau. Okay. Gut, dann hören wir uns wieder in 2 Wochen, oder Petzl? In 2 Wochen, genau. Bis dahin. Tschüss. Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache. Bleib dran, abonniere den Podcast. Und wir haben noch eine Bitte an dich. Empfehle uns weiter. Und schenke uns 5 Sterne auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Wir sind Anna Momber-Heers und Peter-Klaus Lamprecht. Und wenn du Fragen an uns hast oder für konkrete Herausforderungen Unterstützung brauchst, dann schreib uns auf dem Kanal deiner Wahl. Wir antworten auf jeden Fall. Denn gerade bei deiner Kommunikation in eigener Sache gilt, besser geht immer.